Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3, Season 8. Ja, heute müssen wir noch die Edelsteine holen, die restlichen, also wir haben erst einen. Und wir müssen, eben noch die Edelsteine für den Great Rift holen, also die Steine einfach, Great Rift Stones. Also das müssen wir jetzt zuerst einmal machen. Wir holen gleich mal zwei oder so. Ich hoffe, ich bekomme überhaupt zwei. Muss aber gucken, dass ich da noch kurz enchanten kann. Hä? Ich brauche den Edelstein einfach. Also wir nehmen das da. Ja. Ja, einen Sockel bitte. Dankeschön. Wir haben das letzte Mal diese mega gute Waffe gefunden und jetzt möchte ich da auch noch gerne einen Sockel haben. Ja, muss ich machen. So, ja, ich bin wieder sehr erfreut über dieses Diablo. Es macht wieder Spaß wie noch nie. Und ja. Entweder Wirbelwind oder... Ich glaube eher Wirbelwind ist besser, hä? Leider haben wir sehr wenig Ruf der Uhr an. Oder Abklingzeit mache ich eher. Bekommen beide nicht. Wir bekommen beides nicht. Und haben zu wenig Geld. Okay, dann haben wir wenigstens Abklingzeitreduzierung. Das brauchen wir ja sehr für den den Berserker. So, T13 ist es jetzt. 3. Noch nicht 13. Ich bin aber sehr im 13. Fieber. Gut. Ja, bald habe ich das Geld für zum Beispiel ein neues Headset und ein Mikrofon. Dann habe ich viel, viel bessere Qualität. Also freut euch darüber. Es lohnt sich sehr, sich zu freuen, weil ich dann bessere Qualität habe. Durch bessere Sachen zeigen kann. Also beim ja, eine bessere Qualität. Und eventuell, das kann ich schon mal sagen, gehe ich vielleicht in eine Wege wieder, aber in eine öffentliche, also in einer normalen Wege, die nicht betreut ist mit nichts. Vielleicht muss ich da ein Sonderding haben wegen der Krankheit. Aber dann habe ich eventuell sogar Zugang auf ein gutes Internet, weil ich hier einfach limitiert bin. In so einem kleinen Dörfchen hat man keine Glaswasser, nichts. Das muss ich. Mit dem Game mache ich überhaupt eine Wege. Und dass ich einfach näher an Basel bin. Dann bin ich in der Stadt und kann eben Fußball spielen dort auch gut. Und so weiter. Ah, ich freue mich sehr, also. Das wird einfach cool sein. Oh, sogar eine goldene Truhe. Schön. Es ist relativ jetzt zäh, aber dennoch geht es eigentlich gut zum Spielen, hä? Also T3 ist jetzt momentan das Perfekte für uns. Ah, da kommen noch mehr. Richtig weg von hier. Ja, sie kommen leider schon. Okay. Von mir aus. Ja, explodiert bitte, Goblins. Ich brauche mehr Zeit. So. Also. Dann noch die besiegen, die uns fehlen hier. Okay, schauen wir mal. Einfach gelbe Items. Ein Paragon-Level haben wir wieder. Sehr schön. Es geht schnell wie noch nie. Ich bin mega glücklich über dieses Glück, das ich habe. Hey, ich habe das beste Glück. Das höchste Glück habe ich. Das ist ja Wahnsinn. Schon 4 Teile vom EK-Set. Den Set-Dungeon können wir dann auch machen, wenn wir 6 haben. Relativ schnell. Und ja, Kopfgeld muss ich eventuell machen im nächsten Part dann. Gut. Leider sind wir nicht genug schnell, aber
Ja, wir spurten einfach. So. Aha, nächstes Level, das regt auf. Gut, hier haben wir Eile, sehr gut. Übertreibt's mal nicht, gell? Genau, ihr habt keine Chance gegen mich. Wunderbar, wunderschön, wundervoll. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. I'm so wonderful. Ich kann so gut tanzen. Noch nicht bereit. Im Real Life kann ich nicht gut tanzen, aber hier in-game kann diese Frau so schön tanzen. Die ich spiele. Oh, mir ist schwindelig, ja. Ich glaube, ich muss kacken. Ich muss kotzen. Sehr gut, es geht so schnell. Das ist unglaublich. Wie weit jetzt wir schon wieder sind in diesem Park, in diesem, ja, sag schon, ne, von dem Rift einfach. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ja, ich brauche ganz viel Zeit zum Kochen, ich weiß. Ich bin eine Frau. Boah, so viel auf mich zugekommen. Noch nicht bereit. Ich muss mich erholen. Es sind einfach zu viel. Oh, Mauern sind noch hier. Es sind zu viel Rare hier. Und dann noch ich Dinge. Muss noch ein wenig länger warten. Sag schon. Die Explosionen halt und die Eis und die Gift. Alles ist auf mich zugekommen hier. Sehr gigantisch. So, da noch weiter. Prima. Jetzt gucken wir mal. Hä? Was haben wir denn hier gefunden? Ja, ja. Nicht so gut. Amulett. Black Vault. Oder Black Thorn, ja. Aber es ist uralt. Hey, diese... Das ist ja Wahnsinn. Wie wir ein Glück haben. Heftigst. Schon heftigst, hä? Wissen wir das dem aus? Wir haben kein Black Thorns. Nein. Noch eine goldene Truhe. Noch eine prächtige. Sehr schön. Ist das cool. Ich lieb's einfach. Wenn's so schnell geht. Bis es dann wieder langweilig wird, aber das wird natürlich nicht so schnell langweilig. Das könnt ihr... Auf mich könnt ihr vertrauen, dass ich euch nie langweilig werden will, machen will. Oh, ein Macht sogar. Komm vorwärts, ja, ja. Ja, ja. Ein nicht so würdiger Gegner. Ein gar nicht würdiger Gegner. Einfach nur cool, einfach nur cool, einfach nur cool. Ist dies. Noch nicht bereit. Der Portal wegfällt. Ja komm, du musst nicht dort hinten spawnen. Ich habe extra jetzt einen Berserker angemacht. Wegen dir und du kommst nicht. Du bist so böse. So, jetzt explodier bitte bei mir. What the fuck? Ja, es ist schon hoch geworden, hä? Also ich habe jetzt auf 6 erhöht. Auf 3 erhöht. Ich bin schwer verletzt. Aber eigentlich würde ich ja bei Profi herumgammeln, wenn ich die Items nicht hätte. Das macht so einen gigantischen Unterschied, hä? Da bin ich noch so sehr squishy. So, Bewegungsgeschwindigkeit natürlich weiter hoch. Noch nicht bereit. Jo, machen wir den noch hier. Und dann ist es schon wieder fertig mit dem Rift.
Oh, da haben wir noch die grüne Waffe. 80 Stab. Ich gehe jetzt nach Hause. Haben wir einen Great Riftstone? Zwei sogar. Sehr gut. Das brauchten wir. Portalitär. Ich bin Millionär. Das ist wahrscheinlich 3, T3. Ja. Portalitär. Jo, Wildholz wirst du? Ja, sicher wirst du Wildholz. Hä? Keine Werteänderungen? Gute Idee. Ja, sicher gibt's Werteänderungen. Ist so viel mehr und mehr. Das ist irgendwie ein Bug, habe ich so das Gefühl. Muss schon fast ein Bug sein. Tja. Ich könnte den eigentlich dann mal reintun in den Würfel. Das würde schon viel Schaden machen. Aber dann habe ich wahrscheinlich ein besseres Item. Nun gut, was muss ich jetzt hier noch machen? Gunsmoke geführt einen Gegenstand bei der Mr. Karin. Lernt er im Juwelenschmied 5 Rezepte. Tötet den Skelettkönig. Schließt in deiner Sitzung alle Kopfgeld in allen Akten ab. Und das in Etappe 3. Okay, das muss ich dann irgendwie... Ja, gut schneiden, hä? Er zieht eine legendäre Eigenschaft mit Kernes Würfel. Ja, dann können wir das nachher auch machen, wenn man alle Akte gemacht hat. Auf jeden Fall muss ich jetzt die Great Rift machen. Ja, da kann ich ja drehen lassen. Das muss ich jetzt zuerst machen, weil ich brauche einfach Schaden. Okay, ein bisschen höher, hä? Komm, das schaffen wir. Übersteht die Herausforderungen hinter den Portalen und ihr werdet... Ja, ist ja easy. Dieser Anblick gefällt mir gar nicht. Noch nicht bereit. So krass. Ist ja easy. Itzy. Ist ja itzy. Das geht noch nicht. So krass cool. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ja, Seenreise natürlich. So, ich muss gar nicht so schnell, so langsam herum tanzen. Einfach nur Elite besiegen. Ja, ja, gehen wir zum nächsten Elites. Ich brauche mehr Zeit. Naja, du brauchst halt immer Zeit. Lol, wir halten dabei auch viel aus mit Macht. Ist schon Wahnsinn, wie die aushalten, aber das will ich auch machen. Ich will höher kommen. Ich will ein bisschen spurten. Aber ich kann unendlich lange, kann ich eigentlich herumwirbeln. Es geht schon runter, ja. Aber extremst kurz, also extrem lange braucht es, bis unten ist. Oder kurz bis, ja, ich muss ja nicht nur kurz eigentlich wirbeln. Ich muss ja nicht durchgehend wirbeln. Bis ich einen Gegner wieder treffe, dann habe ich wieder voller Wut. Also es ist sehr gut, ne? Einfach nur prima. Nachher kann ich das andere auch noch reintun. Die andere Rune. Dass ich nicht mehr so viel Wut
generieren kann, aber dass ich stärker bin oder sie heranziehen kann oder sonst irgendwas. Ja, aber ich mache ja sowieso auf Pets, wenn ich das kann, also wenn es nicht zu schwer wird, kann ich da Pets reintun. Also alles auf meine 3 Uhr an. So cool. Eile, sehr gut. Nächste Alt. Diese dumme Kuh. Dumme Kuh, dumme Kuh, dumme Kuh. Das geht noch nicht. Dumme Kuh, dumme Kuh, dumme Kuh. Auch eine dumme Kuh. La, 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 la. Ich übertreibe ein bisschen, das weiß ich schon. Das müsst ihr mir doch nicht sagen. Ich übertreibe ein bisschen, das wisst ihr schon. Das müsst ihr mir doch nicht sagen. Ich lieb's einfach, ich lieb's einfach, ich lieb einfach, wenn's so schnell geht. Dann spreche ich auch ein bisschen komisch heute. Weil ich so liebe. Ich singe euch ein Liedchen über den Tod der Monster hier. Ah, noch ein. Okay. Und danach? Boah. Ich wurde getroffen. Geht weg. Zurück in die Hölle. Und das kann ich leider nicht tun. Ich bin schwer verletzt. Das ist wieder Ding. Ich mach zu viel Schaden. Immer die den Ding anwerfen. Es ist immer der Reflekt. Ich mach einfach zu viel Schaden. Das ist es. Naja, muss noch ein bisschen warten. Hm? Nochmal, Verbindung. Niemand hält mich zurück. Sehr gut. Noch nicht bereit. Meine Angst ist so fett. Das ist so cool. Dankeschön, du hast gute Arbeit geleistet. Vielleicht kannst du noch ein paar töten. Nein. Schade, hier kommt kein Monster. Da, noch einen habe ich angegriffen. Ein Geist. Es war sehr gut, dass die Geister angegriffen wurden. Seht ihr den Feind da drüben? Ja, ich sehe alle Feinde. Ist aber ein dummer Tempel, hä? So dumm. Der Portalwächter ist hier. Oh, geht es schnell? Und das ohne Ding Berserk. Erst jetzt habe ich Berserk an. Boah. Cool. Nochmal ein Brustschutz. Der Schnelligkeit, das ist sehr gut. Der Schrein, der Ding ist sehr gut. Ja, ich habe jetzt auch vom wer ist das jetzt? Ödlande. Also ich muss aber nicht Schnelligkeit haben. Das macht nicht so viel Schaden. Lupenrein haben wir auch erreicht. Lass mich sehen, was sich machen lässt. So. Ich muss zurück. Schön. Wunderbar, hä? Ein Level und ungefähr 2 mm habe ich bekommen. Nur durch das Abgeben. So cool. Ja, was kann ich mit dem so machen? Erdrutsch. Ja, eben Wirbelwind ist natürlich auch, klar. Ja. Es hat nur Level 60. Ich muss das ins Amulett reintun, aber da kann ich nichts.
Ja, da kann ich nichts umenden. Na gut, geht's einfach rein. Was haben wir hier? Ja, 4-3. Okay. Das machen wir nochmal in diesem gleichen Level. In diesem Schwierigkeitsgrad. So. Ja, ich besitze die Kraft. Stellt euch das mal vor. Noch nicht bereit. Ah, die gehen ja mit deiner Falle leider nicht mehr kaputt. Ich brauche mehr Zeit. Mach nicht so viel Schaden, bitte. Ach, wie toll. Haben wir einfach dieses Set schon ein gutes Stück. Ist ja toll. Ja, darauf habe ich gewartet, bis die explodieren. Bis die erscheinen einfach. Macht schon an. Pylone, hm? Wie süß. Wunderbar, wunderbar. Niemand hält mich zurück. Ja, niemand hält mich zurück. Wie cool. Wie viel Damage ich mache. Ich liebe das. Ich liebe das Spiel einfach immer noch. Egal, was diese Noobs immer sagen im Forum oder so. Immer ganze beleidigen oder immer einfach sagen, ja, das Spiel ist zu kurz oder zu langweilig. Ich finde es überhaupt nicht langweilig. Ich habe ja immer, jede Season habe ich einen anderen Charakter. Da freut man sich einfach immer wieder zurückzukehren zum Baba, weil der Baba einfach am wenigsten schnell braucht. Alle anderen Klassen brauchen immer doppelt so lang oder dreifach so lang. Zum Beispiel der Kreuzritter braucht immer dreifach so lang. Das geht noch nicht. Bis endlich mal oben ist. Aber der Baba ist mit Abstand der schnellste. Das kann ich sagen. Weil er auch am meisten aushält. Beziehungsweise einfach auch Schaden macht neben dem Aushalten. Ich bin jetzt wirklich mega Glass Cannon und trotzdem halte ich noch genug aus für dieses T18. Ich brauche mehr Zeit. Great Reef 18. Das ist Wahnsinn, hä? Also, mir macht das einfach mega Spaß. Wenn man so schnell vorwärts kommt, dann hat man alle schlechten Gedanken eigentlich weg. Das ist einfach nur cool. Ich lieb's. Ja, natürlich ist es relativ arcade-lastig, aber das heißt doch nicht, arcade-lastig ist nur für Anfänger. Viele sagen zum Beispiel mit Form, das sei nur für Anfänger, ja, ich bin schon lange weg, es gehen aber nicht. Sie hauen nicht ab vom Form. Sie reden immer weiter. Und das ist einfach die Kritik, die Leute können nicht mehr aufhören zu kritisieren ständig. Also so extrem kritisieren, dass es einfach nur noch zum Spaß ist oder so. Eine sachliche, eine konstruktive Kritik können die nicht machen. Vulkator spürt meine Hand. Da müsste ich sagen, mega Unterschied zum Beispiel zu mir.
Portalwächter. So, jetzt haben wir wieder den Portalwächter. Ich liebe das. Also ich werde wahrscheinlich eines sehr hoch kommen in diesem Let's Play. Wenn ich das jetzt schon so weit habe. Hey. Ist ja Wahnsinn. Toll, weißt du, Gift stecken. Ständig Gift stecken. Na gut. Der Gegner ist tot. Ich kann heim. Ich bin hier, um zu... Oh, nicht der. Der brauche ich dann... Nein, der brauche ich eigentlich nie. Beziehungsweise, Moment kurz. Wenn ich diese Waffe einsetze mit, also eine neue, oder einfach die wieder rückgängig mache, dann habe ich Schlachten in der Vollhoch. Könnte ich eigentlich relativ gut kämpfen. So. Dankeschön. Das ist auch... Das ist auch der Helm der Ödlande, oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Also ist das der Helm des, der Erde? Nein, Helm der Erde sieht anders aus. Hm. Also ich bin nicht ganz so gut im Auswendiglernen von Gegenständen, weil ich so viele Gegenstände in verschiedenen Games immer wieder finde. Kenne ich halt paar nicht auf Anhieb wieder. Aber ich will einfach... Da oben ist er. Versteckt. Ja, ich will einfach... Ja, ist es, oder? Ah, das Rekurs. Das gibt's ja auch noch, stimmt. Eben, ich kenn's nicht immer auf Anhieb. Das nun mal so. So. Ja, schon gut. Sperrt der Uhr an. Okay. Ich wusste, es ist nicht Ödlande, aber... Naja. Also was wollte ich jetzt noch machen? Ja, jetzt ist Zeit leider zum Beenden. Ja, ich muss ein paar Normalrifts machen wegen den Goblins. Wegen den Plänen. Das machen wir dann aber im nächsten Part. Und nach dem nächsten Part kommen dann die Kopfgelder dran. Die 5. Ist relativ schnell gemacht, also... Nicht langweilig. Tschüss.